Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. So, was mussten wir machen? Ja, Raub der Jahrhunderte, genau. Fügen Sie am Empfangsterminal vor jedem Veras Musiksequenz zusammen. Okay. Das kriegen wir hin. Denke ich mal zumindest. Hier ist eine Wolke. Ah, okay. Das war leicht. Hat aber auch schließlich nichts gebracht. Oh. War es hier richtig? Nein. Stimpack mit right away, okay. So, Serra Madre Foyer. Das letzte Fragment, mehr brauche ich nicht. Geh ans Terminal im Hauptfoyer und flick die Musiksequenz zusammen. Versuche ich. So, auf Musiksteuerung zu greifen. Sweeten Musik, ne, war das, wa? Jo. Nee, was? Muss ich noch mehr machen? Oh. Alles? Oh, Gottes Willen. Hier sind ein paar viele von diesen Teilen. Wenn ich sterbe, dann ist der, ne? Will ich nicht. Nein, ich habe mir vorgenommen, so irgendwie mal positiv an dieses DLC ranzugehen. Royce von der Bruderschaft. Christine Royce. Hallo? Christine! Sie sind zurück. Sicher, dass Sie mich noch hier haben wollen, mit Halsband und allem? Ich warte nicht gern mit einer Bombe um den Hals. Gibt Schlimmeres. Ich habe die Phrase für das Audioschloss am Aufzug gefunden. Haben Sie? Sieht aus, als ob sie nicht mal die alte Welt am Eindringen hindern kann, wenn sie unbedingt hinein wollen. Ich raspel also nur ein paar Worte runter und die Vault öffnet sich? Diese Frau, dieses Sternchen. Warum hat der Erbauer das für sie gemacht? Dieser Ort, ich bin mir nicht sicher. Es fühlt sich nicht wie ein Casino an, nicht ganz zumindest. Ich weiß. Die versiegelten Türen, die Sicherheit. Fast wie eine Festung. Meinen Sie, dass man uns deshalb hergeschickt hat? Um es zu knacken? Schätze, jemand ist davon besessen. Oder es ist Liebe. Die Liebe bringt Menschen dazu, seltsame Dinge zu tun. Das bestreite ich nicht. Es kann einen wahnsinnig machen, wenn man sich nicht findet. Wenn sie sich geliebt und sich gefunden haben, dann ist das meiner Meinung nach das Einzige, was zählt. Aber sie liegt da tot in diesem Zimmer, weil das Casino sie nicht gehen lassen wollte. Und wer weiß, wo er ist. Keine Ahnung, gehen wir. Die Phrase ist, begin again und dann let go. In Ordnung. Sie sind bestimmt auf alles vorbereitet, wenn sie darunter gehen. Aber was, wenn sie nicht wieder rauskommen? Sie müssen mit mir nach unten kommen. Es wird auf ihre Stimme reagieren. Ich wollte nur sicher sein, dass sie wirklich bereit sind. Wenn sie darunter gehen, dann wäre es das für uns. Wir würden nicht mehr gebraucht. Wer auch immer diese Halsbänder gebaut hat, wird ihnen darunter folgen. Und er wird sie nicht gehen lassen. Er teilt nicht gern. Hat er noch nie. Er wird hierher, zu den Studenten kommen. Wenn er hier ist, lassen Sie ihn durch. Ich kann ihn nicht von hier fortgehen lassen. Sehen Sie, Sie haben so viel getan und er wird sich erst zeigen, wenn Sie darunter gehen. Vertrauen Sie mir? Wenn ja, dann lassen Sie es so sein. Ich kann nicht loslassen. Jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, ich habe ihn schon zu oft verloren. Er muss sterben. Das, was hier mit uns passiert ist, er
hat schon viel Schlimmeres getan. Lassen Sie ihn durch die Suiten. Folgen Sie mir. Wenn er entkommt, werden Sie hier bleiben und wieder warten. Sie müssen es mir versprechen. Versprechen Sie mir, dass Sie mit ihm abrechnen. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich... Ich verspreche, er wird nicht entkommen. In Ordnung. In Ordnung. Ich werde... Ich muss von dieser Etage weg. Er wird mein Halsband nehmen und... Sie müssen mir nicht sagen, wohin Sie gehen. Ich finde Sie, wenn das vorbei ist. Ich... Egal. Lassen Sie mich die Vault öffnen. Begin again, but know when to let go. Klingt nach Ihnen. Fühlt sich an, als ob die Wolke mir in den Mund gekrochen und da gestorben wäre. Hm. So, Chemie, was? Stimpacks herstellen? Aha. Ja, gut. US Computer Terminal. Begin again, but know when to let go. Finden Sie die Geheimnisse des Sierra Madre in der Hauptkammer der Vault. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt kommt der Teil, wo ich mich tatsächlich ausnahmsweise in diesem DLC drauf freue. Der einzige. Das Ding ist eine Vault? Im Sierra Madre? Wartungszugang öffnen. Ach, das ist dieser hier. Okay. Interessant. Interessant, interessant. Ach, da unten ist die Wolke. Hat aufgehört, das hat ja nicht mehr angefangen zu piepen. Was haben wir denn hier? Terminal? Alarm abschalten. Oh, dann ist es erstmal ein bisschen ruhiger hier. Oh, wer ist das denn? Hallo. Die Hologrammsteuerung. Kann ich die deaktivieren? Das Sinclair. Im Namen ihrer Freunde bei NI bedanken wir uns dafür, dass sie das Neueste in Sachen Service und Sicherheitstechnik erworben haben. Treten Probleme auf, kontaktieren Sie bitte unseren Notfallservice. An Wochentagen durchgehend zwischen 10 und 14 Uhr dienstags und donnerstags. Sollte in Notfall niemand erreichbar sein, hinterlassen Sie eine Nachricht und einer unserer ausgebildeten Repräsentanten wird Sie innerhalb von 3 bis 4 Werktagen zurückrufen. Sicherheitsprogramm über Status überprüfen, bewacht den Zugang im elektrischen Pod. Hammer! Nein. Das ist doch unfassbar immer. Was muss ich genau tun? Finden Sie die Geheimnisse, ja. Ich muss hier, glaube ich, durch. Das ist das Problem. Ich kann das Ding ja nicht bekämpfen, diesen Gegner, ne? Oh Gott, also muss ich einfach nur an ihm vorbei. Ja, Hologrammstörung. Kann ich das Ding nicht deaktivieren? Wow. Wenn ich einfach hier dran vorbei... Das geht nicht, weil da diese Dinger sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh.
Was haben wir hier? Hologrammsteuerung. Alarm abschalten und Alternativrouten. Ein Vorkriegsbuch. Nein. Aber das bringt's auch nicht, weil... Ich muss bestimmt... Irgendwo hin, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss. Wenn ich hier hingehe, komme ich nicht weiter, weil... Nee. Das bringt mir ja auch gar nichts. Wenn ich nach hier unten gehe... Oh, dann werde ich sterben. Achso. Ja, einen Sinn haben. Aber ich weiß nicht welchen. Hat das einen Sinn, dass man hier hoch kann? Ich. Oh, Gottes Willen. Terminal. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich tun muss. Weil das nicht hinreichend erklärt wird, finde ich. Keine Ahnung, was meine Aufgabe ist, was ich genau wirklich tun muss. Hier kann ich nicht durch. Aufzugprotokolle Warnung. Wird die Vault-Sicherheit deaktiviert und das Vault-System wird der Aufzug automatisch zu den Suiten fahren und dort dauernd bleiben. Ach, gibt es keine Möglichkeit mehr, den Vault-Aufzug zu steuern und der Vault-Bereich wird versiegelt. Auf Bestrebung ist das in Kleckerbus weder eine manuelle noch eine endgültige Umgebung, sobald der Aufzug gesperrt ist. Einmal ausgelöst, können sie davon nicht rückgängig gemacht werden. Jo. Ich will nur dahinter. Ja, aber wie? Das ist die große Frage. Speichere mal, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Zu gucken, ob hier was ist. Ich werde sterben. Ich glaube, da unten ist auch nichts, ne? Ja. Okay, ich gehe lieber vielleicht den richtigen. Ich gehe vielleicht den richtigeren Weg. Will doch gar nicht. Wird das Ding noch rot wohl? Ja, das ist ja der Hammer. Also ich stehe hier einfach nur so in Sicherheit und will was trinken und dann werde ich wieder getötet. Ich verstehe das noch nicht so ganz.
Bier dürfte ich in Sicherheit trinken dürfen. Um meine gesamte TP aufzuladen. Na, wunderbar. Was? Book the Senior Living Marriott International Hospital near Connecticut. Aha. Interessant. Ich will jetzt kein Stimpack auch dafür ausgeben, ja, verstehst du. Da kann man ja auch schon mal dann das Wasserventil nutzen, weil es ist ja kostenlos. Wir haben es gleich. Sonst so, was habt ihr so getan? Was ist so los? Wie steht da zu Analpilzen? Der sauft sich einen ab, ey. Ich würde gleich kotzen, so viel wie ich da trinke. Vor allem, der muss ja mal so richtig pinkeln. Das hat er, glaube ich, in diesem Spiel noch gar nicht, seit wir geboren wurden. Muss essen, schlafen, trinken. Aber sobald er pinkeln muss, er nicht. Also das ist, der hat eine Megablase, oder? Er verschwitzt alles. Man weiß das ja. Nicht. Oh mein Gott, selbst wenn du in der Wüste bist und den durchgehend schwitzt, ich glaube, dann selbst dann pinkelt man manchmal. Bis weniger, deutlich weniger natürlich, aber wenn man pinkelt, glaube ich, trotzdem immer noch. Wenn ich mich nicht täusche. So. Also ich habe da mal irgendwas in Galileo gesehen. Gut, jetzt ist Galileo natürlich nicht das beste Magazin, aber ich glaube nicht, dass die so lügen würden, weil das ergibt natürlich auch relativ wenig Sinn. Warum sollten sie da was unbedingt falsch sagen? Das ist nichts, was womit man Dramatik erzeugt. Aber ich glaube, da haben sie mal einen Bericht, weil irgendjemand, der so... Das war, irgendwie ging darüber. Dann haben sie jemanden durch die Wüste geschickt. Und, da haben sie dann halt auch drüber geredet, ja, die müssen nicht auf Toilette. So. Warte mal. Dann können wir uns das hier ganz in Ruhe angucken. Ach, warte mal. Warte, ich nehme eine andere Waffe dazu. Nee, hä, was? Wieso gehen die dadurch nicht kaputt? Schade, ich dachte, dass wenn man die Generatoren zerstört, das vielleicht die Lösung wäre. Aber ist das wohl auch nicht? Ich kann hier nicht durch. Das ist alles sonderbar. Oder Interessantes. Kennwort für Wort geschützt, ja, bringt halt auch nichts, ne? Wenn wir so ein Kennwort hätten.
müssen irgendwie dahinter, aber wie? Ich wüsste hier keine Lösung. Weiß noch nicht so ganz, was das Ziel ist. Hat es vielleicht doch irgendwas mit dem hier zu tun? Dem, was in der Wolke ist. Ich kann nicht sagen, wo man lang muss. Das Ding ist hier. Ich empfange Interferenzen wie bei der Villa. Auf der Etage gibt es Lautsprecher und Radios. Halten Sie die Ohren auf und die Wände im Blick. Hm. So. Wir sollen irgendwas hören und... Aber ich komme nicht durch. Verpasse ich hier irgendeinen genauen Hinweis? Sehe ich das entscheidende Detail nicht? Vielleicht irgendwas. Was mich blind macht? Das kann doch nicht sein. Gewehrkoffer, ja. Was ist da drin? Da ist nur Munition drin. So. Klebeband, ein Versteckwerkzeugkasten, aber das ist alles nicht das, was uns in Wirklichkeit was bringt. Nicht ans Ziel. Ich versuche mal was. Das sind jetzt diese explosiven Dinger, ne? So. Wenn ich alle diese Generatoren da zerstören würde, würde das was bringen? Also eigentlich im Endeffekt dieser hier. Aber wir können das auch nicht. Ich verstehe.
verstehe nicht, ich verstehe nicht. Was? Invulnerable Hologram, ja. Hier nicht ganz. Ah, toll. Oder habe ich? Ich habe hier doch noch Granaten, ne? Gehen die vielleicht nur durch Explosionen kaputt? Kriege ich auch nicht durch Explosion kaputt, ne? Da wird wahrscheinlich, das wird mich nur anlachen, ne? Ja. Hä, wo sind die? Wo sind die Hologramme hin? Ist er ausgeschaltet? Nichts machen, ne? Irgendwie so. Sicherheitskraftfeld abschalten. Hä? Hatte ich das? Das hatte ich vorher doch nicht. Ja, doch. Hä? Ich verstehe nicht. Da bin ich mal ganz ehrlich. Ja nicht. Okay. Was haben wir hier? Ne, bringt nichts. Hm. Ortssicherheitsterminal. Wartungsanzeigen, elektronische Ansperrungen sind aus. Wortsicherheitsprotokolle deaktivieren. Ja. War das das? Aha. Ach, gucke mal. So. Ich mache einen Cut. Obwohl, nee, ich mache keinen Cut. Ich bring's zu Ende. Vault-Türsteuerung. Nur die Vertrauenswürdigsten dürfen meine Vault betreten. FS. Aber natürlich. Wir sind vertrauenswürdig. Der Schatz des Sierra Madre. Sicherheit aktiv. Terminal gesperrt. Fehler. Vault-Sicherheit aktiviert. Was? Geschützturmsteuerung. Ja. Das war Skill. So. Old Sicherheitsterminal. Was haben wir denn da? Deaktivieren. Koffer. So. Können wir es jetzt machen? Vera Keys. Hunderte sind am Data nicht gefunden. Okay, nur Vera. An Vera. Vera, falls du dies liest, sind meine Befürchtungen wahr geworden und dies ist eine Entschuldigung. Ich hoffe, du bist dir darüber im Klaren, was meine letzten Worte an dich bedeuteten. Wenn dem so ist, haben sie dich hergeführt und dieser Ort wird dich beschützen. Ich weiß, was sie für mich bedeuteten und ich fürchte, sie haben mich hier gefangen. Ich habe den vorigen Eintrag nach unserer Unterhaltung heute Nacht ausgewählt. Es muss schwer für dich gewesen sein und es tut mir leid, was ich dich stillschweigend durchmachen ließ. Ich weiß, dass du es nicht aus Boshaftigkeit getan hast. Auch wenn du mich nicht liebst. Ich wusste von deinem Plan, gemeinsam mit Dean das Casino auszurauben, bevor du es mir erzählt hast. Es von dir zu hören, hat es nicht einfach gemacht.
wenn du mich fragst, bin ich froh, dass du es mir selbst gesagt hast und ich verstehe, was die Bänder in meinem Besitz zu bedeuten hatten. Ich glaube nicht, dass einer von euch beiden verstanden hat, wofür er deine Abhängigkeit herrührte. Und das ist das Tragische daran. Ich nehme an, die Welt hätte dir sowieso nicht geglaubt. Deswegen respektiere ich deinen Wunsch, es geheim zu halten. Als ich anfing, diese Villa und dieses Casino zu bauen, tat ich es für dich. Als die Welt sich kopfüber in den Krieg stürzen zu wollen schien. Es wurde mein Wunsch, dich zu beschützen. Die Darlehen, die Geldmittel, die ich in den Bau des Casinos investierte. Ich wusste, sollte der Krieg uns heimsuchen, würde es nicht mehr ausmachen. Es war mein Weg, eine Zuflucht, eine Verteidigung gegen Strahlung und Bomben zu bauen. Als Dean unabsichtlich durch unsere Vorstellung seine Pläne enthüllte, wurde mir bewusst, was passiert war und wie ich hereingelegt worden war. Eine Zeit lang hegte ich düstere Gedanken. Ich baute die Casino Vault von einer Zuflucht zu einer Falle um, weil ich wusste, dass Dean als erstes hineingehen würde. Er würde hier unten sterben, und zwar durch seine eigene Hand. Ich fürchte jedoch, dass ich über mein Ziel hinausgeschossen bin und dass der einzig sichere Ort im Casino die Vault ist. Ich habe versucht, die Systeme neu zu verkabeln, die Protokolle zu ändern, aber es gelingt mir nicht. Ich werde noch einen Versuch an den Rohren am Rand der Außenplattform zu unternehmen, um herauszufinden, ob etwas getan werden kann. Ich fürchte, es ist zwecklos. Wenn du hier herunterkommst, greif nicht auf meinen persönlichen Konteneintrag zu. Er enthält nur eine Nachricht für Dean und wird die Tür versiegeln, sodass es keinen Ausweg für dich gibt. Sogar der Aufzug ist so programmiert, dass er automatisch zurückfährt und gesperrt bleibt, wenn die Tür geschlossen wird. Es sollte genügend Vorräte in der Vault geben, um dich am Leben zu halten, bis Hilfe eintrifft. Ich habe dafür gesorgt, dass hier unten genügend medizinisches Material zur Verfügung steht, damit es dir gut geht. Die Hologramme sollten das Casino vor jeglichen Angreifern schützen und der Hologramm-Funkleitstrahl in der Villa wird ein Notsignal aussenden, damit andere erfahren, dass du hier bist. Wenn die Gefahr vorüber ist, wird Rettung kommen. Ich hoffe, du konntest das lesen und sei versichert, dass ich dich geliebt habe. Frederick Sinclair. Du bist in der Vault. Endlich. Nach so langer Zeit. Das Sierra Madre. Mein. Warte. Geh nicht in die Vault. Und nichts anfassen. Da unten könnte es noch mehr Fallen geben. Ein weiteres Sicherheitssystem. Sie verstecken sich immer noch hinter ihren Bildern und Bildschirmen. Versteckt? Kaum. Gefangen. Meinst du, du wärst der Erste, der die Casinotür geöffnet hat? Nein. Ich tat es ebenfalls. Mit anderen Händen, anderen Körpern. Danach war ich gefangen. Einmal eingeschlossen, kam ich nicht raus. Bis mich dein Pip-Boy-Signal in der Villa erreichte. Dann wurde alles anders. Und hier bist du. Sie schulden mir einige Erklärungen. Wirklich? Für was denn? Deine Gier? Neugier? Du bist aus freien Stücken hergekommen. Keiner hat dir eine Waffe an den Kopf gehalten. Ich habe deine Pip-Boy-Archive gesehen. Deine Kartenmarkierungen. Du hast wie ich das Sierra Madre-Signal aufgefangen und konntest nicht widerstehen. Wenn du meinst, ich wäre verantwortlich, nein, mich trifft keine Schuld. Du hättest dir das Halsband auch selber angezogen. Wie haben sie es geschafft, auf mein Pip-Boy zu greifen? Du hörst dich an, als hättest du noch nie ein Robco-Terminal gesehen. Keine Maschine ist idiotensicher. Sie wurden erschaffen, um uns zu gehorchen. Das Betriebssystem des Pip-Boys hat Schwächen. Ein Vorteil für jeden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wenn auch nur oberflächlich. Es ist allerdings nur eine Maschine. Seine wahre Schwäche ist derjenige, der ihn trägt. Und so gingst du mir in die Falle. Wie meinen Sie das? Das Ding um dein Handgelenk ist eine Bequemlichkeit. Es sagt dir, wohin du gehen sollst, was du machen sollst und stumpft dich ab. Vielleicht hat es dir geholfen, den Sierra Madre-Sender zu finden, aber ist heute genauso wie in der alten Welt nur eine nutzlose Krücke. Bevor das noch weitergeht, habe ich noch ein paar Fragen. Neugierig? Glaube ich gern. Lassen wir uns Zeit. Unser Verhältnis war bisher ein wenig zu einseitig. Selbst für meinen Geschmack. Was willst du vom Sierra Madre? Was will ich? Waffen. Sicherheit. Eine eigene Zitadelle. Das Madre ist all das. Es ist eine Festung und eine Waffe. Und die Chance, noch einmal neu anzufangen. Sobald ich seine Archive öffne, kann ich die Mojave so formen, wie ich möchte. Ich
Verstehe nicht, wie dir dabei ein Casino aus der alten Welt behilflich sein kann. Die Wolke ist etwas Einzigartiges auf meinen Reisen. Ihre Nähe zum Sierra Madre ist kein Zufall. Derzeit beschützt sie das Casino, konserviert es. Sie kann auch andere Relikte der alten Welt konservieren und gleichzeitig reinigen. Und soweit ich die Hologrammtechnologie erforscht habe, war die Big Empty-Anlage leer. Nur im Sierra Madre funktionieren Hologramme wirklich. Ordentlich? Das war wohl ein Scherz. Die Hologramme hier töten Unbefugte. Das ist es, was ich will. Wenn man einen der Sender in ein Kampfgemenge wirft, gibt es kein Entkommen. Es ist wie Licht in den Händen halten. Man kann es nicht bekämpfen. Nur brennen sehen. Wie eine tragbare Armee. Und jeder gegen dich stirbt. Das ist alles, was du willst? Nein, eine Sache möchte ich noch vom Sierra Madre. Seine Beute. Die Maschinen, die die Straßen und Korridore bevölkern. Sie versorgen jeden mit allem. Vielleicht waren sie in der Vorkriegszeit gewöhnlich zu vernachlässigen. Jetzt sind sie viel wertvoller. Du weißt es. Sie halfen dir, am Leben zu bleiben. Dazu fällt mir nichts ein. Lebensmittel, Vorräte, medizinische Hilfe, Munition, mehr Halsbänder, vielleicht sogar eine eigene Währung, einen eigenen Staat. Die Wolke erlaubt mir, reinen Tisch zu machen. Die Halsbänder bedeuten Zusammenarbeit, Hologramme, Verteidigung. Die Automaten sorgen für alles andere. Das Sierra Madre kann Nationen aufbauen und zum Einsturz bringen. Mittels seiner Technologie und der richtigen Anwendung. Du bist nicht mehr als ein Mörder, der ein Massenmord begehen will. Ich ein Mörder? Unsinn. Dann wäre dein Halsband schon längst hochgegangen. Es sorgt für Gehorsam und fördert Zusammenarbeit. Überleg mal, wärt ihr ohne diese Halsbänder in das Casino gekommen? Nein. Die Natur des Menschen wäre euch wie immer in die Quere gekommen. Wusstest du, dass ich dafür die Halsbänder ständig neu anpassen und die Spielregeln neu schreiben musste? Wovon redest du? Jedes Mal, selbst mit den Halsbändern an den Hälsen, betrogen sie sich gegenseitig, übten Mord und Totschlag, um in das Sierra Madre zu gelangen. So ein Irrsinn. Sie hätten alles haben können. Sie waren so nah dran. Aber sie haben sich immer wieder die Köpfe eingeschlagen. In das Sierra Madre zu kommen war nicht leicht. Aber die Gier auszuschalten war unmöglich. Darum habe ich die Todmannschalter eingebaut. Also hast du Wahnsinn mit Wahnsinn beantwortet. Wenn dein Leben an ein anderes gebunden ist, Aufopferung und Mitarbeit, man kann sie konditionieren, lernen, sich auf das direkte Ziel konzentrieren. Gier kann besiegt, im Zaum gehalten, kontrolliert werden. Du selbst weißt es am besten. Hoffe ich. Wie auch immer. Wie hast du mich hierher gebracht? Die Frage höre ich immer wieder. Huch? Du solltest fragen, wie sie vorhaben, hier wieder rauszukommen. Die Kette beginnt mit dem ersten Halsband, verbunden mit dem nächsten und so weiter. Meine Fallen waren in der ganzen Einöde verstreut. Die Kette endet mit dem Supermutanten, obwohl das Halsband bei ihm unnötig war. Er benötigte nur ein wenig Führung. Also jemand anders mit einem Halsband hat mir eines angelegt. Wer? Der Mutant. Er hatte eines der Halsbänder verschluckt. Danach war er mein. Das Halsband war nicht einmal mehr notwendig. Seinesgleichen existiert einzig dafür, Befehle zu empfangen. Sie sind Soldaten. Einfach und dumm. Er tat, was ich wollte, auch ohne Todesandrohung. Selbst als ich nicht mehr mit ihm sprach, verließ er die Villa, um nach Opfern in meinen Fallen zu suchen. Aus Gewohnheit. Er muss dich in einer davon gefunden haben. Er hat es vermutlich vergessen. Er erinnert sich nur an meine Stimme. Er legte dir das Halsband um und schleppte dich an, weil er es nicht besser weiß. Die
dieses Kindhafte, diese Gier sind in seinem Naturell verhaftet. Wenn Doc mir ein Halsband angelegt hat, wieso hat er dann nichts gesagt? Doc? Passt. So habe ich ihn genannt. Sie wissen ja, warum er es vergaß. FEV hatte sein Gehirn zerstört, sein Gedächtnis ruiniert. Womöglich hat er den Weg doch verinnerlicht. Ich bezweifle es. Er orientiert sich anhand von Gerüchen und Instinkten. Aber man konnte ihn abrichten. Weißt du, wie man hier rauskommt? Klar. Ich bin den ganzen Weg gelaufen. Keine Sorge. Ich gebe dir eine Karte für den Heimweg oder zeige ihn dir, wenn wir hier fertig sind. Das ist noch etwas, das ich wissen muss. Frag. Noch ist Zeit. Wie hast du vom Sierra Madre erfahren? Alles begann mit einem Rückschlag. Feuer. Blut. Unter der Sonne. So nah, dass man sie hätte berühren können. Aber dennoch, Momente wie dieser, Scheitern, können einem die Augen öffnen. Was ist danach passiert? Danach wanderte ich weiter, allein, sah die Stürme der Kluft, zog mit den Seifern des Westens, reiste zur großen Leere und entkam. Knapp dann hörte ich das Signal, die Frauenstimme, das Sierra Madre, die Chance auf einen Neuanfang. Neues Spiel. Neues Glück. Alles. Unsinn. Ich ging dem Signal nach. Erkundete die Stadt mit der Hilfe anderer. Sie töteten einander gegenseitig. Du bist am weitesten von allen gekommen. Woher hast du die Halsbänder? Diese Halsbänder sind Vorkriegstechnologie. Ich schätze, dieses großartige Land hatte vor dem Krieg Probleme mit zivilem Ungehorsam. Es gibt ganze Serien davon. Das, was du trägst, speziell, einfacher einzustellen, aber auch unverlässlich. Es gibt merkbare Funkinterferenzen. Wenn das Vorkriegstechnologie ist, woher hast du die dann? Ein weit entfernter Ort, das Big Empty. Hab's fast nicht rausgeschafft. Da waren noch zwei andere. Eine Frau und ein Mann. Ein Kurier. Die Frau kam mir bekannt vor. Der andere. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Von diesem Ort habe ich noch nie gehört. Big Empty ist eine Schatzkiste. Ein wissenschaftlicher Friedhof der alten Welt. Wie das Sierra Madre. Dort schlummern Schätze. Manche sind auch wach. Das Hologewehr. Die Saturnit-Legierung. Die Hologrammtechnologie, Kälteschlafzellen, Securitrons, die Halsbänder, sogar die Anzüge dieser Dinger, die die Villa belagern. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was da liegt. Aber jetzt will ich das Sierra Madre. Jetzt, wo ich hier bin, kommst du runter. Nein, ich gehe kein Risiko ein. Nicht, wenn ich so nah dran bin. Nicht schon wieder. Ich kann warten und es mir leisten, vorsichtig zu sein. Du? Du bist da unten eingeschlossen. Dies ist der einzige Eingang und ich habe freie Hand in Sierra Madre. Ich habe Zeit. Mehr als du. Und es könnte weitere Fallen geben. Ich schicke noch ein paar Kundschafter rein. Du bist einfallsreich. Und ich will nichts dem Zufall überlassen. Naja. Wenn du nicht hier runterkommst, zerstöre ich die Vault und alles, was sich drin befindet. Nein, ich glaube kaum. Dadurch wurden vermutlich nur weitere Sicherheitssysteme ausgelöst. Falls die Vault überhaupt etwas abbekommen würde. Das Sierra Madre ist für die Ewigkeit gebaut. Es hat sogar den Krieg getrotzt. Ich bin sicher, die Vault ist ebenso geschützt. Du selbst bist dem Signal gefolgt. Du willst hinter die Geheimnisse des Casinos kommen. Du bist neugierig. Trotz der Gefahren.
Das beschreibt quasi meine Entwicklung des DLCs. Ja, zu Beginn ja, am Ende nicht mehr so sehr. alles, was es braucht, ist ein einziges kaputtes Terminal. Oder Holoband. Du könntest den Zugang zu den Daten zerstören, nicht die Daten selbst. Außerdem würde es Sicherheitsvorkehrungen dafür geben. Vielleicht zu viele Sicherheitsvorkehrungen, wie du ja bereits merkt hast. Du weißt um die Werte da unten. Du würdest das Sierra Madre nicht eher als dich selbst zerstören. Wenn du deine Drohungen gegen mich oder das Sierra Madre nicht unterlässt, kann ich dich nicht gebrauchen und löse dein Halsband hier und jetzt aus. Es gibt eine Verzögerung von mehreren Sekunden und eine Warnung. Dann fliegt das Halsband in die Luft. Schlau. Wer auch immer das Sierra Madre entworfen hat, war besessen davon, mit Frequenzen und Signalen herumzuspielen. Ich komme runter. Wir treffen uns am Vault-Eingang. Widersetzt du dich, löse ich das Halsband aus. Und wenn es die Vault gleich mit erwischt. Na gut. Besiege Elijah. Schleichen Sie unentdeckt aus der Kammer der Vault und lassen Sie Elijah in eine Falle tappen, wenn er die Vault öffnet. Weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Wo ist er denn? Ach da. Vault Terminal. Huch. Ich nehme mal lieber eine andere Waffe. So quasi so die beste Waffe. Hallo. Hey. Um Gottes Willen, was? Oh Gott. Vater Elijah, groß. Gaussgewehr, nicht Gaussgewehr. Vater Elijahs Gewänder. Noch überlebe ich. Oh Gott, man soll die Dinger ja mitnehmen, ne? Diese ganzen Goldbarren, die ziemlich viel wert sind pro Goldbarren. Alter. 100.000 pro Goldbarren, ne? Eine Arzttasche. Noch ein Goldbarren. Wie komme ich hier raus? Arzttasche. Rettetes Wasser. Cat Eye, Medex. Ich bin eh schon überladen. Das ist der Ausgang! Der Ausgang! Na wunderbar. Oh Gott, oh Gott. Ich werde es nicht schaffen, glaube ich. Ich werde ganz wenig Zeit haben. Nein, das werde ich nicht schaffen. Okay. Wir müssen uns einen anderen Weg ausdenken, aber ich will das Gold mitnehmen. So. Alles mitnehmen? Ja, ist mein Ziel. Vorkriegsschrott. Ich erledige dich eigenhändig. So. Die Zeit ist gegen dich. Sie war es immer. Ach ja. Das Ding ist nur... Ich bezweifle, dass das so sein wird. Okay.
Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, ist das Schöne. Oh, ich würde nämlich eigentlich immer gerne Elijahs Gewänder mitnehmen, weil das ist so, das sind so einmalige Dinge und... Ja, ich würde jetzt sagen, ja, okay, wenn ich es nicht kriege, dann ist das halt so, ne? Ich bin ein bisschen überlastet. Wie viel Überlastungsgewicht habe ich? Ach du Scheiße. Ob das wohl überhaupt möglich ist? Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich bezweifle, dass das sehr eng wird. Ach du Scheiße, wo muss ich denn hingehen dafür? Naja, ich weiß, es ist ein Cheat, aber ich bin jetzt gerade, bin nicht mal im richtigen Ort. Ich will nämlich einfach nur wissen, wo ich hin muss. Theoretisch dafür. Wahrscheinlich hier durch. Hier entlang, hier hoch. Hier, was? TCL, gerade mal kurz. Hä? Was? Was für... Was? Hä? Wo ist dieser Ort? Jetzt bin ich verwirrt. Also ganz dezent. Denn ich wüsste nicht, wo dieser Fluchtweg wäre. Immer. Ach so, ich wollte ja noch die Sicherheitsdinger da machen. Falsch. So, geschützt im Neuprogrammieren. Dann mache ich das einfach mal nicht mit Elijah. Die Geschütze werden das mit Elijah nämlich verursachen. Ich kann hier echt nicht durch. Wenn man hier nicht raus kann. Warte mal, Walltür. Kann ich hier nichts aktivieren? Eine. Stromgenerator. Was? Den Generator zu trümmern? Dann? Was hätte ich dann davon? Nichts. Ich hätte dann rein gar nichts davon. Ich mache das hier gerade nur so zum Testen. Ich will gerade nur wissen, was passieren kann.
man der Vault entkommen kann. Das sind so grundlegend interessante Dinge. Alter. Boah. Kommen sie aus dem Sierra Madre Feuer, als man explodiert. So. Ich glaube nämlich, wenn man irgendwie überladen ist, dann. Ich weiß auch nicht. So. So. Den Weg hier muss ich bisher an. Okay. Das. Nein! Ich würde wenigstens mal gerne wissen, ob man es ohne Halsband schafft. Ah, es wird sehr eng. Sehr eng. Lala. Also ich habe das Ding natürlich nicht ganz ehrlich bestritten, aber was soll man sagen? Wir haben es geschafft, das DLC. Wir müssen jetzt nur noch entkommen. Wie auch immer wir das machen. Ich weiß nämlich nicht, wie wir rauskommen. Polizeikommissarat. Ja, jetzt kommt der interessante Teil. Wie kommt man hier raus? Wow. Was ist denn jetzt explodiert? Try to leave and boom. Das hört sich doch gut an, prinzipiell. Ah, jetzt wird Java-Ödland reisen. Der Fahrt vom Sierra Madre zurück zum Java-Ödland. Sind Sie sicher, dass Sie nie wieder zurückkehren wollen? Ja, auf jeden Fall. Du hast Geschichten vom Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Diese Geschichte unterscheidet sich von den anderen. Es geht um den Traum von einem Neuanfang und dem Ende. Doc vergaß sich selbst. Ebenso wie die Stimme, die in ihm wütete. Nachdem sie fort waren, sprach eine neue Stimme aus der Hülle des Mutanten. Es fiel der Stimme schwer, sich an die zwei zu erinnern, die sie einst gewesen war. Da gab es Doc, der von seinem Hunger verschlungen worden war, und den anderen, den Umgekehrten, der von seinem Drang nach Beherrschung verschlungen worden war. Beide wurden davon getrieben, dass sie den anderen brauchten. Doch der Kurier brachte sie irgendwie zusammen, ließ zwei zu einem verschmelzen. Was im Sierra Madre geschehen war, wurde für diese neue Persönlichkeit zu einer blassen Erinnerung, wie ein Flackern in den Wolken ihres Geistes. Die neue Stimme dachte nicht mehr an den Kurier, bis sie von der Schlacht in der Kluft hörte. Eine Schlacht zwischen den Kurieren, unter aufgerissenen Himmeln und der alte Weltflagge. Und jeder trug eine Nachricht für den anderen. Und der Mutant betete, dass der Kurier, der ihn einst gerettet hatte, nun auch gerettet worden war. Dean Domino, Entertainer, Sänger, Dieb, hatte seine letzte Show auf der Bühne des Sierra Madre. Der Raub, den er mehr als 200 Jahre lang plante, scheiterte wie beim ersten Mal, weil er die Stärke seines Partners unterschätzte. Bald, nachdem der Kurier die Villa verließ, schaltete sich ein Licht nach dem anderen ab.
Nur Deans Hologramm bleibt auf der Bühne zurück und singt schweigend für einen leeren Raum. Doch so sehr er auch von Reichtum und Ruhm besessen war, das Sierra Madre hatte ihn lange genug gefangen gehalten. Nach Abschluss ihrer Mission fand Christine als Wächterin des Sierra Madre einen neuen Sinn. Schweigend bewachte sie es, aus freien Stücken. Im Lauf der Zeit betrachtete das Geistervolk sie als eines der Hologramme. Schweigend schaute es zu, wenn sie unter ihm wandelte. Ab und an dachte Christine an den Kurier, der ihren Hals aus Elijahs Griff gelöst hatte. Dieser Kurier erinnerte sie an den anderen, den sie in der großen Leere getroffen hatte. Und sie fragte sich, ob die beiden sich je begegnet waren. Sie dachte nicht mehr an die beiden, bis sie die Legenden aus der Kluft hörte. Die Kluft, in der die beiden Boten, die beiden Kuriere, unter einer uralten Flagge am Rande der Welt miteinander rangen. Du hast vom Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Von seiner Legende. Von seinem Fluch. Irgendein Blödsinn, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegt. Eine Stadt der Geister. Begraben unter einer blutroten Wolke. Ein helles, leuchtendes Monument, das Schatzjäger in den Tod lockt. Die Illusion von einem Neuanfang, einer glücklichen Fügung. Es zu finden, ist nicht das Problem, sondern das Loslassen. Das kommt darauf an. Warten Sie einen Moment, bevor Sie gehen. Wir hoffen, Ihr Aufenthalt hat Ihnen gefallen. Abschiede können schmerzhaft sein. Loslassen schwierig. Als Gast des Sierra Madre kennen Sie diese Wahrheit besser als jeder andere. Frederick Sinclair glaubte, das Leben eines Einzelnen könne jeden Tag neu erfunden werden. Dass das Glück mehr ist als persönlicher Besitz. Liebe. Familie, um die du dich sorgst und die sich um dich sorgen. Für die, die dieses Glück kennen, hält das Sierra Madre nicht viel bereit, was sie nicht schon hätten. Die Welt draußen, hinter diesen Mauern, das ist ihre Chance zum Neuanfang. Ich hoffe, sie kehren zurück in glücklicheren Tagen. Bis dahin werden das Sierra Madre und ich sie in unseren Herzen tragen. Warten Sie einen Moment. Ja, danke. Danke, danke. Was passiert, wenn ich nochmal hier hingehe? Kann ich das Ding abstellen? Ich kann die Stimme abstellen. Und ich bin hoffnungslos überladen. Ich lasse mal die ganze Kacke hier fallen, die ich nicht brauche. Ja, trotzdem bin ich noch überladen. Killeranzug, was? Ob ich wohl irgendwann meine Sachen wieder kriege? Briefkasten. Sierra Madre 100 Chips. Ja. Ich würde halt schon gerne meinen alten Besitz auch wieder kriegen. Vater Elijahs Gewänder. Mhm. Ja, ich weiß, dass ich überlastet bin. Das, ist nicht besonders. Mhm. Ach ja. Wir haben das DLC geschafft in 11 Folgen. Und ich weiß nicht, also irgendwie... Nee. Ich würde dem Ding eine schlechte Note geben. Denke ich. Es war nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Wie ich gedacht hatte. Es war eigentlich eher schlecht. Digitikab-Lagerschlüssel? Jetzt kriege ich meine ganzen Sachen wieder.
Oh Gott. Jetzt wird's richtig schwer. Hab ich hier meine Begleiter noch wohl? Normale Schlüssel. 52 Weddixen. Nellis Generatorschlüssel. 2 Benny Suiten Schlüssel. Webcon Sicherheitskarte. Jenny Billets Sicherheitsschlüsselkarte. 30 Arzttaschen. 3 Schlüssel vom Dino Delight. 36 Wedewayen. 52 Gegengifte. Abgenutzter Schlüssel. 6 Reparatursätze. 1 Stimpacken. 3 Stimpacken. 1 Stimpacken. 349 Stimpacke. Ein Super Stimpack. 58 Super Stimpacks. Ein Korken. 150.000 Korken. Eine Klammer. 63 Klammern. Weiß ist die Wartungsschlüssel. Eine leere Spritze. 95 leere Spritzen. Ein Hydra. 8 Hydra. Abgenutzte Schlüssel. Eine 308er Patrone. 128 808er Gefängnisschlüssel. Divisons Schlüssel. Jenny Mays Schlüssel. 88 panzerbrechende 308er. 2 Tops Präsentation Schlüssel. 358 MG. Ein Hidden Valley Bunkerschlüssel. 3 Hidden Valley Bunkerschlüssel. Soava Club Schlüssel. Plans Zimmerschlüssel. 2 Gomorra Büroschlüssel. Ein Lagerraumschlüssel des RK Feldjäger Hakus. Van Gogh Key. Paciencia. 156er 50 MG Sprengstoff. T51 Power Rüstung. T51 Power Helm. 2 Vault 3 Wartungsschlüssel. 12 Xander Wurzeln. Aus VIP Keycard. 81 Lega-Diakane raus. Großkernvorratslagerschlüssel. 4 Stealth-Boyen. Dino-Debite-Lagerraumschlüssel. Schlüssel zur Churchland-Nordmine. 19 aufbereitetes Wasser. 5 frischer Mais. Schlüssel von Zellenbock B. Verwaltungsschlüssel. 42 MG-Dinger. 1900 Euro. Love and Hate. 2 Schlüsselkarten roter Sektor. Schlüsselkarte blauer Sektor. 25 Sunset Sassabola. Heilpulver. Sie sind überlastet. Schnell speichern. Ja klar, ne? Leute, Leute, Leute. Nelson. Ich kann nicht schnell reisen. Aber Nelson ist eine Stadt, wo wir als nächstes hingehen werden. Bis dahin aber, tschüss und bis dann, tschüss.